Kannst du mal ganz kurz erklären, wie wir bitte 5 Hütten im Diatalum gemacht haben? Ja, das sah zwischenzeitlich gar nicht so aus, ne? Aber dann haben wir uns irgendwie einen Rausch gespielt. Das war Wahnsinn. Nach dem 2-1 war Dosenöffner, sag ich mal. Und dann auf einmal, was wir auch für Tore geschossen haben, Wahnsinn. Kann man genießen heute auf jeden Fall. Ja, es war insgesamt ein echt spannendes Spiel als solches, dass wir in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt haben, das muss man ehrlicherweise sagen. Ja, wir haben keinen Zugriff bekommen auf den Gegner. Wir wussten, dass Hertha dort eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft ist. Das haben sie eindrucksvoll unter Beweis gestellt, hatten dort überragendes Positionsspiel. Das war auf sehr hohem Niveau. Wir haben selber keinen Zugriff so richtig bekommen in der ersten Halbzeit, eigentlich die gesamte erste Halbzeit. Und haben dann darüber hinaus auch im Ballbesitz, waren wir zu hektisch, waren wir zu aufgeregt, haben wir zu viele einfache Bälle wieder abgegeben. Und umso schöner ist es dann, wenn man sieht, dass wir in der zweiten Halbzeit uns dann wieder rausziehen, dass die Mannschaft in der Lage ist, sich aus so einer Situation dann auch zu befreien und weiter an sich zu glauben und dann dementsprechend auch Gas gibt. Und da gilt auch ein besonderes Lob heute den Jungs, die von der Bank kommen. Wo wir sagen, wir brauchen jeden Einzelnen, das haben wir von Anfang an gesagt, das ist auch unsere klare Maßgabe und Philosophie. Und da ist es halt auch wichtig, wenn man als Spieler mal unzufrieden ist, weil man nicht spielt, weil man auf der Bank sitzt oder vielleicht mal gar nicht im Kader ist, trotzdem dabei zu bleiben. Und das, alle Wechsel letztendlich, die vonstatten gegangen sind, und da war nicht nur Hille natürlich auch, keine Frage, aber auch alle anderen, haben dort maßgeblich dazu beigetragen, dass wir dann das Spiel gewinnen. Und das ist eine Freude, das zu sehen, das muss ich sagen. Gut, endlich war so eine kleine Erlösung. Ich glaube, wenn man als neuer Offensivspieler hierher kommt und lange braucht, um das erste Tor zu machen, wird man immer ein bisschen nervöser. Und ich glaube, es war mal ganz schön, dass es mal so eine kleine Erleichterung war, mal so ein positives Erlebnis zu haben. Ja, ich freue mich natürlich über jedes Tor, was ich schieße. War auch in der Phase sehr wichtig, wie du gesagt hast. Weil wir haben schon gelitten in der Zeit, Hertha war schon dominant, aber das hat uns nochmal Antrieb gegeben und wie gesagt, wie du sagst, der Dosenöffner. Ja, in erster Linie liegt es mal an den Jungs selber. Ja, es liegt daran, dass die Jungs, dass wir auch eine saubere Ordnung in der Mannschaft haben, was Führungsspieler anbelangt, einen guten Mix haben aus Erfahrungen, aus Spielern Mitte 20er, wie ich es gerne sage, und aber auch jungen Spielern, die wir weiterentwickeln wollen und die sich dann auch dort in dieses Gesamte einordnen und dort mit Gas geben. Und wir tun natürlich auch alles dafür, logischerweise das Trainerteam, der gesamte Staff und meine Wenigkeit und wir auch insgesamt im Verein, dass die Jungs dort auch gemeinsam wachsen können. Aber in allererster Linie sind sie echt selber dafür verantwortlich und das machen sie gut mit echt harter Arbeit. Und das ist genau das, was wir ja wollen. Ich glaube, erstmal ist es ein bisschen eine Erleichterung. Das nimmt natürlich einem auch ein bisschen den Druck weg. Ich meine, wenn man bei einem 0-0 raufkommt oder bei einem 1-1, ist es immer noch mal ein anderes Spiel. Und dann bei einem 4-1 raufzukommen, das wäre uns ja genau vorher gefallen, ist, glaube ich, immer, ja, kannst nicht mehr viel falsch machen. Ne? Dann hast du viele Aktionen, die Gegner sind immer ein bisschen platt. Es macht mehr Spaß, wenn man führt. Ja, es ist natürlich geil, ne? Das muss man sagen. Wir freuen uns darüber. Wir haben von Anfang an gesagt, die Jungs müssen auf dem Platz so viel Gas geben, dass es immer mehr Greifswalder ins Stadion zieht und immer mehr Menschen auch aus Vorpommern, aus der gesamten Region, die dann sagen, hey, hier wächst was Cooles, ich will da mit dabei sein. Das ist unser Ziel und jetzt im ersten Step sehen wir ja, dass wir da einen Zuschauerrekord aufgestellt haben. Das ist natürlich toll zu erleben und ja, für uns gilt es halt weiter sehr hart zu arbeiten. Jetzt erstmal im Moment auch mal den Sieg zu genießen, das muss man auch mal sacken lassen und sich freuen drüber. Wir werden auch immer ein Stündchen länger heute zusammensitzen noch, weil das gehört auch dazu. Aber dann tatsächlich wieder die nächste schwere Aufgabe, Victoria Berlin mit allem, was wir haben, anzunehmen. Um dann weiterhin zu sagen, ey, wir bleiben dabei und keiner lässt nach und keiner fängt an rumzutanzen, sondern wir geben weiter Vollgas. Das wird so das Hauptthema sein und das ist ja auch die große Kunst. Das stimmt schon, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Unterschied zu vielen Teams, wo dann jeder auch viel nur an sich denkt, wo es um die eigene Spielzeit geht. Natürlich will jeder für sich so viel spielen, wie es geht, das ist logisch. Aber ich glaube schon, dass wir vor allem auch im Moment so ein Gefüge haben, wo sich alle ins Teamgefüge stellen, wo alle nur wollen, dass wir gewinnen. Egal, ob man dann selber vielleicht mal 5 Minuten spielt, 20 oder gar nicht. Hauptsache, das Team steht am Ende gut da. Ja, ich glaube, unsere individuelle Qualität war da heute sehr ausschlaggebend. Erste Halbzeit haben wir uns ein bisschen schwerer getan, aber wir haben das vorbereitet, wie der Trainer gesagt hat. Und dafür
ja, hat uns schon in der Qualität durchgesetzt. Die Einwechselspieler haben auch ihren Soll erfüllt. Also war ein sehr, sehr gutes Endresultat für uns. Ich zweifle mal, dass man das gerade gut gehört hat, aber... Ich hoffe es. Nochmal sage ich das nicht. Übergehen wir jetzt auch einfach mal. Der Trainer hat in der Pressekonferenz was ganz Nettes gesagt, dass mit dir dann auch nochmal technisch ordentlich was reinkam, als du auf das Feld kamst. Siehst du das auch so, dass deine Technik nochmal dem Spiel richtig einen ordentlichen Pep gibt? Was soll ich da jetzt sagen? Ich lasse das mal so stehen, was der Trainer sagt. Er kennt sich ja aus, er wird ja schon seine... Genau, er kennt sich aus, deswegen will ich dazu auch gar nicht mehr viel sagen. Aber es hat Spaß gemacht, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. War ein geiles Gefühl und Dave kommt auch noch. Sag mal was, Dave. Ja, sag mal Hallo. Was, Dave. eine Chance hattest du noch gehabt, bevor du ein Tor gemacht hast. Hast du ihn schon drin gesehen gehabt? Warst du beim Gedanken schon beim Jubeln? Eigentlich ja. Also ich glaube, hätten die Platzwarte, würde ich auch auf die schieben, den Platz ein bisschen gewässert, dann wäre er auch dran gewesen. Okay, danke. Ja, fassen wir zusammen. 5-2 gewonnen gegen Hertha, 3000 Zuschauer, neuer Rekord. Wolf schießt eins der Tore. Ist es ein perfekter Tag gewesen heute? Ja, glaube ich schon. Nick hat einen schönen Geburtstag gemacht heute, kleines Geburtstagsgeschenk. Ja, denke ich schon. Viel mehr geht nicht.